Flu, Balls, Flu, Balls, Flu, Balls. Man wird massiv unter Druck gesetzt, mit rechtlichen Mitteln wird gedroht, mit einstweiligen Verfügungen wird gedroht, mit Schadensersatzklagen wird gedroht. Das ist für mich schon ein kleinen Verein in die Knie zwingen und eben dieses Logo preisgeben ohne Rücksicht auf Verluste und ohne irgendwelche Entschädigungen. Ja, okay, wir haben auch ein bisschen blau. Da vielleicht, aber ey, das, der Bulle allein ist ja schon rot. Und wir haben kein wahrscheinlich was ähnlich. Das sind zwei von dir aufeinander. Ich finde es natürlich blöd, man hat sich mit dem Bulls sozusagen verbunden gefühlt. Man ist damit noch ein bisschen größer geworden sozusagen. Man ist schon älter geworden und jetzt haben wir die Meisterschaft geholt. Und man hat sich halt einen großen Namen gemacht in ganz Stormann. Und das werden wir jetzt halt alles wieder ein bisschen verlieren. Also ich finde das komplett lächerlich, weil ich finde, unsere Logos sind sie komplett überhaupt nicht ähnlich und der Name ist auch überhaupt nicht ähnlich, finde ich. Deswegen finde ich einfach so ein bisschen kindisch, dass sie uns das dafür jetzt irgendwie anklagen wollen oder so. Und die wollen das für unseren Namen halt löschen, das finde ich halt ein bisschen kindisch. Ja, ich rege mich am meisten darüber auf, dass gar nicht darauf eingegangen wird, dass wir unsere mühsamen erarbeiteten Trikots komplett wegschmeißen müssen, dass wir alles wegschmeißen müssen, was wir haben, dass wir alles vernichten müssen und dass keinerlei Entgegenkommen von Red Bull stattfindet bei einem Konzern, der 5,5 Milliarden Euro Jahresumsatz macht und kein Geld hat, für einen kleinen Verein mal ein paar Trikots zu kaufen. Wir werden in dieser Angelegenheit nicht den Rechtsweg beschreiten, weil wir befürchten, auch da den Kürzeren zu ziehen. Uns fehlen einfach die finanziellen Mittel nach hinten raus, um das Ganze zu finanzieren. Man muss ja natürlich immer damit rechnen, wenn man ein Gerichtsverfahren oder einen Gerichtsweg beschreitet, dass man auch das kürzere Ende zu fassen kriegt. Dann trägt man die Kosten des Verfahrens und das kann sich ein gemeinnütziger Verein nicht leisten.